Im Deutschen sagt man ja etwas unternehmen. Und das ist positiv, das ist sogar extrem positiv. Komm, lass uns was zusammen machen. Eine Radtour, eine Bergtour. Etwas unternehmen ist positiv. Ein Unternehmen zu gründen, was ja etwas unternehmen wäre, ist eher negativ. Oder jedenfalls für die meisten Menschen mit großen Fragezeichen behaftet. Kann ich das? Will ich das? Werde ich dann auch so ein Ellenbogen-Baulöwentyp? Also die Bilder der Vergangenheit, Gerhard Hauptmann, die Weber, Käthe Kollwitz, so diese ausgemagerten Gestalten aus der Anfangszeit des Kapitalismus. Ich erinnere mich noch nicht ganz so lange her, habe ich eine Studentin gehabt, die sagte: Herr Faltin, mich überzeugen Sie nicht. Ich sage: Ja, warum nicht? Ja, der werde ich ja auch so ein Schwein. Sage ich: Wie bitte? Ja, ist doch klar. Sage ich: Was ist klar? Naja, ist doch klar, dann brauche ich Ellenbogen und alle diese Tricks und was man so braucht. Also etwas unternehmen. Wir müssen viel mehr Menschen zum unternehmerischen Gewinnen überzeugen. Und von diesem etwas unternehmen, was sehr positiv ist, da können wir auf etwas aufbauen, zum großen U, zum Unternehmen, das kleine U etwas unternehmen, zum großen U machen. Und diese Aufgabe, wie können wir viel mehr Menschen zu diesem Zustand des Unternehmerischen aktiv sein, gestalten können, auch gut dafür honoriert zu werden, wenn es klappt. Wie können wir da zu gewinnen? Und ich habe mal versucht, so vor die Klammer zu ziehen, was ich meine, was hilfreich sein könnte. Und es sind drei Punkte. Und ich sage gleich vorneweg, natürlich ist das Thema Gründen so komplex und so umfangreich und facettenreich wie das Leben überhaupt. Also ich muss versuchen, vor die Klammer zu ziehen. Es wird nicht für jeden zutreffen, aber ich versuche es mal. Zunächst mal kann man sagen, es kann der Himmel sein und es kann die Hölle sein, zu gründen. Und ich schlage vor, wir fangen mit der Hölle an und arbeiten uns allmählich zum Himmel durch. Das habe ich in Konstanz in einem Gründerzentrum gefunden. Und er sagt, ja, er sagt im Grunde genommen zutreffend, Statistik sagt, 80% aller Gründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Über die Zahl wird ein bisschen gestritten. Manche sagen, es sind nur 50%, andere sagen, es sind 90%. Lass mal das mal dahingestellt, aber ein großer Teil scheitert. Warum? Eine erste Antwort darauf ist, nicht genügend vorbereitet. Und dann gibt es diese Seminare. Und das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Das sind so die Hauptüberschriften: Rechnungswesen, Bilanz, Controlling, Legal Problems, deutsche Arbeitsrecht, mehrbändig, Vertragsrecht, Unternehmensrecht, Steuerrecht. Sie wissen, wir sind Weltmeister im Steuerrecht. Ungefähr 60% der Weltliteratur zum Steuerrecht kommt aus Deutschland. Natürlich soll ich in dem Gebiet, in dem ich antrete, was verstehen. Und natürlich soll ich meine Mitarbeiter begeistern und, und. Jetzt gehen wir mal in die Zwischenüberschriften. Alles wichtige Themen. Keines dabei, wo man sagen könnte, nö, nö, brauche ich eigentlich nicht. Alles wichtige Themen. Ich klicke das einfach mal so durch. Kommt eine ganze Menge zusammen. Wenn Sie das alles sich vorneweg aneignen wollen, scheitern Sie schon im ersten Anlauf. Warum? Weil es so viele Details sind. Das sind ja alles Überschriften. Und zu diesen Details dann kommen ja noch Durchführungsverordnungen und höchstrichterliche Entscheidungen und so weiter. Also der Weg, was früher mal möglich war, dass man sagte, ich muss mir betriebswirtschaftlich einen Überblick über die Themen verschaffen, ist uns, glaube ich, heute verbaut. Zum nationalen Recht kommt noch internationales Recht. Also wir müssen einen anderen Weg finden, diese fürchterlich vielen Themen anzugehen. Sprich Delegation, Gründen mit Komponenten. Ich komme darauf später noch. Warum? Weil eines ist wichtig. Sie müssen an Ihrem Unternehmen arbeiten. Zunächst mal geht es darum, haben Sie denn ein gutes Konzept? Also wenn ich einen Film mache, muss ja das Konzept irgendwas taugen. Natürlich muss auch der Kameramann gut sein und der Regisseur und die Schauspieler. Aber wenn ich auf einem schwachen Konzept aufbaue, ist schon mal ein schlechter Anfang. Also ich muss ein
gutes Konzept haben. Und dieses Konzept, ist auch klar, muss ich immer weiter bearbeiten, weil es kommen Imitatoren, es kommen Konkurrenten, es kommt neue Technologie, es passiert eine ganze Menge und das immer schneller. Es braucht jemanden, der am Unternehmen arbeitet. Ich sage ausdrücklich am Unternehmen, im Gegensatz zu im Unternehmen. Gestandene Unternehmer fallen fast in Ohnmacht bei so einem Satz, weil sie sagen, ich bin morgens der Erste im Betrieb und abends der Letzte und ich bin mir auch nicht zu schade, mal den Besen in die Hand zu nehmen. Aber wenn Sie mit Ihrem Unternehmen im Wettbewerb bestehen wollen, muss es jemanden geben, und das ist zunächst der Gründer oder sein Team, der am Markt aufpasst, was am Horizont erscheint, was sich verändert, was er am eigenen Geschäftsmodell verändern muss. Deswegen müssen Sie sich loskämpfen aus diesem Alltagsgeschäft. Sie müssen versuchen zu trennen, das ist mein Vorschlag, was hier ist Unternehmensverwaltung. Diese Verwaltung können Sie abgeben. Die müssen Sie sogar abgeben, weil Sie sonst ertrinken. Und was ist Unternehmensführung? Rechnungswesen ist, könnte man sagen, Unternehmensverwaltung. Wenn Sie genauer hingucken, werden Sie aber sehen, na, es ist auch Unternehmensführung drin. Wie ist denn meine Liquiditätsentwicklung? An welchen Produkten verdiene ich überhaupt und an welchen mache ich möglicherweise Verluste, ohne dass mir das bewusst geworden war? Also ich sage mal so 80% Verwaltung, aber 20% auch Führung. Also muss ich doch rein in die BWL und das alles bewältigen oder zumindest kennen. Oder kann ich sagen, ich gebe es ab. Warum? Weil es muss professionell gemacht werden. Damit ich aus dem Rechnungswesen so viel entnehme, dass ich den Laden führen kann, jedenfalls von der Liquidität her, von der Gewinnsituation her, von der Kostenentwicklung her, muss es professionell gemacht werden. Und bin ich als Gründer derjenige, der jetzt das Rechnungswesen, die GmbH-Buchhaltung und alle diese vielen Fragen professionell machen kann? Meine Antwort ist nein. Sie müssen etwas machen in Ihrem eigenen Unternehmen, nämlich professionelle Leute holen, entweder von innen oder von außen. Gründen mit Komponenten ist später noch ein Thema. Also gehen wir zurück und sagen, ich muss am Unternehmen arbeiten. Einer muss dieses Unternehmen leiten, einer muss das Unternehmen führen und andere müssen es auch verwalten, gut verwalten. Es gibt einen hochangesehenen britischen Forscher, Alan Gibb, sein Leben lang damit verbracht, zu versuchen zu verstehen, warum scheitern Gründer? Was kann man anders machen? Und er sagt, we have to remove entrepreneurship aus diesem reinen BWL-Zusammenhang. BWL ist wichtig, ist oft sogar entscheidend, keine Frage. Aber wir müssen die Gründer herausholen. Wenn ich gutes Business machen will, muss es mehr sein als nur Business, muss es mehr sein als nur Unternehmensverwaltung. Und da kommen wir zum eigentlichen Punkt. Woher kommen denn die Ideen? Wofür setze ich mich ein? What I'm shooting for? Was ist mein Anliegen? Go for a cause. Was ist das, was mich bewegt? Wenn es nur Business ist, ist es möglicherweise nicht genug. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ich glaube, wir stehen vor einer neuen Epoche. Als ich Kind war, war das Märchen vom Schlawaffenland ein Märchen, von dem niemand, auch die größten Utopisten, nicht glaubte, dass das noch zu Lebzeiten oder überhaupt jemals in der Menschheitsgeschichte Wahrheit werden könnte. Dass man so viel essen kann, dass man so viel Kuchen, dass man so viel Torte essen kann, wie man will. Ungefähr 30 Jahre später wurde aus dem Märchen Wirklichkeit. Die Glocken haben nicht geläutet, man hat nicht Einkehr gehalten, man hat nicht gesagt, jetzt fängt eine neue Epoche an, sondern wir haben alle weitergemacht wie bisher, auch die Ökonomen, den Mangel beseitigen. Und dann haben wir festgestellt, das ist gar nicht mehr so einfach, der Mangel ist eigentlich weg, jetzt müssen wir neue Bedürfnisse schaffen. Und am deutlichsten 1945 in den USA, praktisch von einem Tag auf den anderen, im August 1945, der Krieg ist zu Ende, eine riesige Rüstungsproduktion, ja, was passiert jetzt? Rüstungsproduktion zu Ende, jetzt muss der Konsum angekurbelt werden. Und der damalige Präsident hat den bemerkenswerten Satz gesagt, wir müssen jetzt Konsumgüter verkaufen, egal ob die Menschen die wollen oder nicht, wir müssen jetzt eine Marketingmaschinerie anwerfen, damit wir diese Bedürfnisse bekommen, weil wir sonst enorme Arbeitslosigkeit haben werden.
Alles das, was aus der Rüstungsproduktion rausgeht, muss jetzt in die Konsumgüterindustrie, Automobile, Kühlschränke und so weiter. Das ist die Geburtsstunde einer neuen Epoche, wo man sagt, es geht nicht mehr darum, den Mangel zu beseitigen, sondern neue Bedürfnisse zu schaffen. Und dann wissen wir haben einen begrenzten Planeten und es kann nicht ewig wachsen und natürlich qualitatives Wachstum, aber da ist ein Problem. Wir stoßen ökologisch irgendwo an unsere Grenzen. Und die sozialen Spannungen verschärfen sich, brauche ich nichts dazu sagen. Wir stehen vor Bergen von Problemen. Ich finde es immer schade, wenn Gründer sagen, was gibt es denn noch nicht? Und dann kommen solche ausgefallenen Sachen, wie Sie sie gesagt haben. Es gibt genügend Probleme, die wir lösen können. Und wir stehen in einem Wettlauf mit der Zeit. Und wir erleben auch, dass die Politik, dass die großen Institutionen offenbar nicht mehr in der Lage sind, diese Schnelligkeit zu bekommen, die Komplexität zu bewältigen, die mit diesen Themen einhergehen. Und die Politik doch, man hat den Eindruck, hinterherläuft. Und das aktuelle Thema, ich erinnere daran, es ist ungefähr 30 Jahre her, dass Willy Brandt und Olof Palme diesen berühmten Nord-Süd-Dialog eingeleitet haben und gesagt haben, wenn wir nicht unseren Reichtum verteilen, wenn wir nicht dem Süden helfen, sich zu entwickeln, dann werden diese Menschen alle zu uns kommen. Das war vor 30 Jahren, 35 Jahren. Die Zeit ist vergangen, jetzt kommen sie und wir sind unvorbereitet. Also wir müssen schneller, wir müssen früher, wir müssen auch intelligenter auf solche Probleme eingehen. Und es gibt genügend Probleme. Turn a problem into an opportunity ist ja auch ein bekannter Satz, den man da ansetzen kann. Und wir brauchen mehr unternehmerische Bedürfnisse, Initiativen, die Probleme angehen, die vorhandenen Probleme versuchen zu lösen. Da haben wir genug zu tun, statt immer neue Bedürfnisse herauszukitzeln. Ich bin kein Gegner des Smartphones, aber mir leuchtet nicht ein, warum man sozusagen die ganze Start-up-Szene allmählich versucht, so gleichzurichten auf Silicon Valley und Internet und da vor allem the next big thing, was ist das nächste Smartphone, was ist die nächste Application und eigentlich ein Thema, das viel breiter aufgestellt werden müsste, so zunehmend verengt. Was gibt es denn noch nicht? Das sollten wir wirklich streichen. Natürlich, eine Idee, eine Gründung muss stimmig zum Markt sein. Ich nenne es absichtlich nicht Markt, sondern ich nenne es Bedürfnisse. Und gucken wir uns mal an, was wir wirklich, wo so unsere eigenen Ziele sind, wo so unsere eigenen Bedürfnisse sind, bevor wir gleich so in Produkten denken. Basic Needs, klar, früher war das Kohle, Stahl, Eisenbahn, Lebensmittel, Agrarproduktion und die meisten Menschen haben dort gearbeitet und an der Börse, auch interessant, war Kohle und Stahl natürlich die am höchsten bewerteten Aktien. Und dann später kam Security dazu und da waren es die Banken und Versicherungen. Wenn Sie sich angucken, so die letzten 100 Jahre ist das ein starkes Thema mit den Banken und Versicherungen, beinahe bis 2008. Und dann kam ein neues Thema, Connectivity. Gucken Sie sich mal die großen amerikanischen Firmen an. Facebook, alles, was da so Richtung Hochbewertung geht, ist in Connectivity drin. Und jetzt können Sie sagen, nichts wie hin nach Silicon Valley und mitmachen in diesem Trend. Mein Vorschlag wäre, seien Sie ein bisschen intelligenter und gucken Sie lieber in die nächste Stufe. Das mit der Connectivity scheint mir schon ziemlich in hohem Betriebstemperatur und also hoher Intensität zu laufen. Gucken wir doch in die nächsten Punkte rein. Was könnte es sein, was morgen ist? Natürlich, wenn die Basic Needs erfüllt sind, geht es mehr um raffiniertere Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Etwa so etwas, jetzt können Sie sagen, Gesundheit, ist das nicht Security? Ja, so eine Basisversorgung für Gesundheit. Aber sowas wie Vitalität, wie bleibe ich lebendig, wach, aufgeschlossen und so, das sind schon Dinge, die ein Stück weit höher liegen in der Bedürfnispyramide. Und ich sage Ihnen ein ganz einfaches Thema,
Mir lief neulich eine Frau über den Weg und sie sei Gründerin und wunderbar. Und ich frage, was machen Sie denn? Und sie sagt, naja, ein großes Problem ist doch Bewegung. Wir bewegen uns alle zu wenig. Stimmt, wir bewegen uns alle zu wenig. Das glaube ich so. Und da hat sie sich ausgedacht, weil sie zwei Kinder hat. Das ist vor allem für Mütter schwierig, weil immer die Kinder versorgen müssen, dass man in den Park gehen kann, gemeinsam mit den anderen Müttern und den Kindern. Da kann man die Kinder besser beschäftigen. Und dann kann man Bewegung machen mit den Müttern. Gymnastik, Laufen, alles Mögliche. Und man tauscht sich aus über die Probleme, die man hat und so. Finde ich ein tolles Thema. Also ich würde hinschreiben, Bewegung ist ein Riesentrend. Wir alle müssten uns mehr bewegen. Jedenfalls, ich glaube, fast schon die Hälfte ist übergewichtig. Entrepreneurship auf Themen, also sozusagen die low-hanging fruit zu holen. Bei Ihnen ist das weniger als 50%. Die low-hanging fruit angehen und nicht der nächste Smart-Up-Phase. Aber who am I to interfere? Ich sage nur, es gibt Themen, die sind sehr viel einfacher und die können Sie angehen. Ich habe die Frau Nauber nicht gefragt, wie viel Kapital sie hatte. Wahrscheinlich hat sie es ohne Kapital gemacht, aber es macht den Leuten großen Spaß, die kommen wieder. Inzwischen hat sie ein Franchise-System, ich glaube, sie verwendet das Wort gar nicht, aber sie hat in anderen Städten Trainerinnen, die ihr Konzept übernehmen. Sie hat sich klug ausgedacht, was an Bewegung Spaß macht, sodass man auch wirklich kommt und auch bei Regen und wie man die Kinder in der Zeit bespielt und so weiter. Also ein kleines Unternehmen schon mit Franchise und wunderbar und ohne Kapital mit dem Kopf. Das ist unsere unbegrenzte Ressource, der Kopf. Stimmig zur Person. Das kommt in den Lehrbüchern nicht vor. Es steht immer nur stimmig zum Markt. Ich finde, es gehört auch stimmig zur Person. Nicht nur, dass dieser berühmte Spruch über dem Tempel von Delphi ja der Beginn der abendländischen Bildungsgeschichte war. So hat Bildung im Abendland angefangen. Wenn Sie heute in die Schule gucken, findet man so ein bisschen komisch, was hier steht. Erkenne dich selbst, was soll das denn? Es geht doch darum, Mathematik und Erdkunde und so weiter. Und werde dir, du bist, komischer Satz. Das ist nicht ein alberner Satz? Ich bin doch schon, was soll ich denn noch werden, wie ich bin? Also so. Und dann kommt jemand anderer, noch älter, und sagt, ja, ist doch ein wahnsinniger Satz. Ist doch ein wahnsinniger Satz. Wir alle reden von Arbeit und wie mühsam das ist und die Bibel steht, mühselig und beladen und so weiter. Und da sagt jemand, brauchst du dein Leben lang nicht zu arbeiten. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Vorteil, wenn ich gründe. In vielen bin ich als Chef unbeliebt. Ich sage immer, selbst der liebe Gott als Chef hätte Mühe, beliebt zu sein. Das ist eine schwierige Position und diese Verantwortung und schlaflose Nächte und so weiter. Aber eines kann ich machen als Chef. Ich kann meine Arbeit so einteilen, mein Tätigkeitsfeld so schneiden, dass das, was ich nicht gerne mache und wo ich in der Regel dann auch nicht gut bin, abgebe an jemanden, der das gerne macht und der das gut macht und professionell. Und das für mich behalte, was ich gerne tue, was ich kann, was mir leicht fällt. Es gibt eine berühmte Untersuchung über Leute, die Nobelpreis bekommen haben, berühmte Künstler und so weiter. Und das hat eine Armenierin untersucht, Denise Shekerian, und die hat herausgefunden, etwas Gemeinsames bei aller Verschiedenheit, nämlich sie haben früh erkannt, was ihnen leicht fällt. Und sie haben nicht gesagt, wenn es mir leicht fällt, ist auch nichts wert. Nur das, was mit Mühe und Schweiß erarbeitet, ist etwas wert. Und das, was mir leicht fällt, ist offenbar ein Talent. Und da mache ich weiter, das macht mir sowieso Spaß. Und dann nach 10.000 Stunden, 40.000 Stunden, Malcolm Gladwell sagt das, dann werde ich Meister nach 10.000 und nach 40.000 werde ich sogar Genie. Einfach weil ich lange genug auf einem Gebiet war, das mir Spaß macht und alles aufgesogen habe wie von selber, das mir dazu über den Weg läuft und ich mich nicht zwingen muss an den Schreibtisch und so weiter. Disziplin ist gut, überhaupt keine Frage, aber nur Disziplin hält auch der disziplinierteste Mensch nicht aus, sage ich immer. Also ein Stück weit gucken, dass ich etwas mache, dass ich dort gründe, wo es mir auch, Spaß ist ein großes Wort, aber was stimmig zu meiner Person ist. Nicht alles macht Spaß, ganz klar. Aber es muss ein bisschen zu meiner Person passen. Und als Chef habe ich die Möglichkeit, das auch so einzurichten.
Es gibt einen unbegrenzten Rohstoff in diesem limitierten Planeten und das ist unsere Vorstellungskraft. Und mit dieser Vorstellungskraft sollten wir etwas unternehmen. Und ich bringe mal ein einfaches Beispiel. Sichtachsen legen. Die meisten Gründer, die ich kenne, warten auf den genialen Einfall oder sie versuchen bei anderen im Gespräch so herauszuhören, was könnte man denn machen. Und sie warten auf den Einfall. Und da wartet man oft vergebens. Ich kenne kaum ein Beispiel, wo der Einfall schon zu etwas Bemerkenswertem geführt hätte. Es gibt es, aber selten. Sichtachsen legen. Das Beispiel Escott, Sie wissen, so die berühmtesten Hutkünstler sind da ein Jahr am Wirken, um für dieses Pferderennen, von den Pferden spricht kaum jemand, aber von den Hüten, gucken Sie mal im Internet, was Sie da an Hüten finden. Also es geht um die Hüte. Können wir da mithalten? Na, sind wir solche Hutkünstler, dass wir mithalten können mit diesen tollen Entwürfen? Probieren wir es mal. Neue Sichtachsen legen. Gucken wir uns erst mal ein paar Hüte an. Hat ja was. So. Das ökologische Modell. Können wir da mithalten? Ich behaupte ja. Jetzt legen wir mal neue Sichtachsen. Gucken wir uns erstmal an, die Hüte von Escott. Was sind deren Sichtachsen? Farbe, Form und Materialien. Und damit wird gespielt und so. Ob wir da noch auf was Besseres kommen, mal dahingestellt. Aber wenn wir neue Sichtachsen legen, sieht es vielleicht anders aus. Denken wir uns mal eine aus. Bewegung. Bewegung werden Sie da nicht finden. Also fangen wir mal an, die Hüte mit Bewegung zu denken. Kleine Batterie verstecken irgendwo im Filz und dann fangen die Teile des Hutes an, sich zu bewegen, wie in einem Jazzorchester. Ist doch schon ein bisschen was. Plötzlich haben wir einen Hut oder ein paar Hüte, die herausstechen aus dieser Brillanz dieser Hutkünstler. Denken wir uns noch eine Sichtachse aus. Beleuchtung. Erinnern sich, so hier haben ja Leute erfunden, diese Teufelshörnchen mit den Lichtern, Beleuchtung. Also denken wir uns, die Hüte beleuchtet. Gute Beleuchtungstechnik wie in der Disco, Bewegung, Beleuchtung, da haben wir schon eine Diskothek oben auf dem Kopf. Also da stechen wir schon deutlich ab. Wenn Sie einen Test machen würden, würden Sie schon erfahren, dass die Leute diesen Hut angucken. Und jetzt denken wir ein bisschen an moderne Technologie. Fangen wir mal an mit den digitalen Möglichkeiten. Also ein Screen auf dem Hut, Nachrichtensender, gucken die Leute hin, vom Pferderennen bis zu, oder Thema Selbstverwirklichung, Partnersuche, ein wichtiges Thema, welche Anerkennung habe ich in meiner Peer Group und so. Also der Hut als Stimmungsbarometer, grau, ich will von nichts wissen, heute bin ich nicht gut drauf, lasst mich in Ruhe, aber rot, kommt auf mich zu, machen wir was zusammen. Also Sie sehen, wir sind jetzt seit 2 Minuten oder 3 Minuten Hutkünstler und wir sind doch schon relativ gut dafür. Wenn wir jetzt ein bisschen weitermachen würden und uns noch weitere Achsen ausdenken und mit diesen Achsen konsequent spielen und die mal durchgehen, was könnte denn alles Beleuchtung heißen und wie kann man denn eine Konfiguration auf dem Hut machen, die das auch besonders ausnutzt und vielleicht gleich mehrere Sichtachsen und mit denen spielen, doch kommt eine ganze Menge zusammen. War nur ein Beispiel von Techniken. Ich habe in dem Buch versucht, so Techniken anzugeben, damit wir wegkommen von auf den Einfall warten, sondern quasi systematisch daran gehen. Am Konzept arbeiten, das ist eigentlich der Punkt. Also wie gesagt, ein schwaches Konzept ist schade. Natürlich kann ich weiß, die Diskussion, it's execution that matters. Also ich kann auch mit einem schwachen Konzept mit brillanter Ausführung, Management etwas bewegen. Klar, ich kann auch ein totes Pferd bewegen, natürlich. Wenn ich genügend Geld habe, kann ich auch ein totes Pferd bewegen. Ich stelle Leute an, die das Pferd tragen, oder ich hole mir einen Porsche und binde das Pferd oben auf den Gepäckträger, habe ich ein schnelles Pferd. Aber macht es Sinn? Macht es Sinn? Wäre es nicht besser, ein lebendiges Pferd zu haben? Ist ja einfacher und auch ökonomischer, als ein totes Pferd zu bewegen. Also am Konzept arbeiten. Und meine Erfahrung ist, zwischen einem ersten Einfall, einer Anfangsidee, bei T geht es ungerecht zu oder T
Tee ist ja furchtbar teuer, ist doch ein Endprodukt am Tor der Plantage. Warum muss denn das bei uns 10-mal so teuer sein? Geht doch eigentlich nur um den Transport. Wir verstehen was von Transport. Hapag-Lloyd, frage ich doch mal Hapag-Lloyd, was kostet das denn, wenn ich Tee von Darjeeling nach Deutschland bringe? Und wie geht denn das? Was muss ich denn da machen? Ich muss 2 Adressen angeben. Oh, nicht mehr? Nicht mehr als 2 Adressen? Nein, nein, nur 2 Adressen. Den Rest machen wir bei Hapag-Lloyd. Sage ich, oh, na gut, 2 Adressen, also mit Laderampe, nicht so Privaträume, sondern schon also Adressen im ökonomischen Sinne. Ja, okay, oh, nicht weiter schwer. Und was kostet das denn, wenn Sie alles machen, diese ganze Bürokratie mit diesem Import, Export und Versicherung und der Container muss ja sauber sein und nicht vorher Öl drin oder irgendetwas und dass im Hafen die Kisten auch in den richtigen Container kommen, würde ich mir nie zutrauen. Das kostet 1% vom Warenwert. 1% vom Waren ist ja nichts. Und dann sagen die dazu, na, wenn Sie es öfter machen, kommen wir Ihnen entgegen. 1% vom Warenwert. Jetzt bin ich von 100 auf 101 und für 1000 wird es verkauft. Und jetzt muss ich es noch abpacken. Das kann auch nicht so schwierig sein. Kann eigentlich jeder abpacken. Also natürlich nicht selber abpacken, sondern zum Abpacken geben. So fing das an. Aber bis Sie dann ein Konzept haben, das heißt nur eine einzige Sorte Tee und die sogar nur in Großpackungen und so viel, dass mich Hapag-Lloyd als Kunde ernst nimmt, kann ich sagen, ich habe hier 20 Kilo. Oder sagen die, gehen Sie zum Postamt und schicken Sie das. Es muss Minimum 2 Tonnen, habe ich dir runtergehandelt. Eigentlich 8 Tonnen, aber bei 2 Tonnen kamen wir dann zusammen. Immerhin so viel Tee, wie hier vielleicht in den Raum passt. Also müssen Sie überlegen, wie kann ich denn so viel Tee verkaufen? Nur eine einzige Sorte, sonst brauche ich jedes Mal 8 Tonnen. Also kann ich mich nur auf eine einzige Sorte reduzieren. Und naja, also am Konzept arbeiten. Und das dauert, das dauert. Also hinterher sieht es einfach aus. Da heißt es, nur eine Sorte Tee und die in Großpackung. Da hat Professor, hatten wir eigentlich von Ihnen erwartet als Professor, dass Sie auch ein bisschen mehr kommen. Erst hieß es Quatsch. Also wie kann man denn nur eine einzige Sorte Tee in Großpackung, wer will denn immer den gleichen Tee trinken und gleich in Großpackung kaufen? Kaum ist es erfolgreich, heißt es, ja, ist aber wenig. Also das hätte ich doch ein bisschen was Komplizierteres ausdenken können. Also ist es eben. Und hinter den einfachen Lösungen steckt oft ein langer Weg. Der Leonardo da Vinci hat gesagt, in der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Aber die Einfachheit ist das Ergebnis eines langen Prozesses, nicht der Beginn. Und die Ambiguität aushalten. Taugt das was? Werden die Leute meinen Tee kaufen? Ich bin selber gar kein Teetrinker. Wird sich das nicht herumsprechen? Am besten sage ich es gleich. Ich habe von Tee keine Ahnung, aber ich bin Kaffeetrinker. Und von dem sollen wir Tee kaufen und gleich in Großpackungen. Ich erinnere mich, dass eine Studentin, als ich das vorstellte, dann sagte, das machen wir mal eine ganz andere Veranstaltung, das gründen wir hier eine Firma. 1985, dann stand die so halb zu mir gewandt und halb zu den Studenten und sagte, Leute, merkt ihr nicht, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee und die in Großpackung. Kann nicht gut gehen. Also aushalten und auch mal die schlaflosen Nächte und die Albträume. Ich erinnere mich an einen Albtraum, das war so der intensivste. Ich war allein an einem Ufer, also an einem Meer und so Sandstrand und ein paar Felsen und sonst nichts und ich ganz allein und da hinten war irgendwas Dunkles. Und ich wusste, das ist das Schiff, auf dem mein Tee ist. Und dieses Dunkle wurde immer größer und kam immer näher und ich ganz allein und der dachte, wo sind denn die Leute? Irgendwie, einer muss doch mir helfen, auszupacken. Und wo kann denn das Schiff überhaupt anlegen? Er kann überhaupt nicht anlegen, hier ist ja nichts. Und das kam immer größer und fuhr dann so auf mich zu, schwarz, und in dem Moment wachte ich schweißgebadet auf. Ja, das gehört auch dazu. Albträume. Albträume. Tagsüber geht das, weil ich weiß, ich habe Hapag-Lloyd als Partner, die werden schon wissen, wo das Schiff hinfährt und wer es abpackt. Ich kriege es ja geliefert. Die werden das können und wenn sie es nicht können, haften sie dafür und dafür habe ich sie bezahlt. Tagsüber kein Problem, aber nachts haben sie solche Träume. Nachts funktioniert diese Unterdrückung durch Ratio funktioniert nicht so gut. Na nun? Den Grad der Arbeitsteilung nutzen. Wir haben heute ein Ausmaß an Arbeitsteilung erreicht, das wir natürlich einbeziehen können. Und verrückterweise beim Gründen hat sich dieser Aspekt der Arbeitsteilung noch nicht so richtig durchgesetzt.
Da denken wir, der Gründer muss sich am Anfang noch auf alles vorbereiten. Er muss ein Team haben, das alles abdeckt und so. Warum nicht ganz anders rangehen? Ein Beispiel, Beispiele sagen immer mehr als Theorie. Assistent von mir, soll er Professor werden oder lieber gründen? Gründet lieber. Hat schon mehrere Sachen inzwischen gegründet. Ratio Drink, eine einfache Idee, also fast auch lange drüber nachgedacht, aber zum Schluss einfach, nämlich wenn Sie Fruchtsaft haben, dann ist das normalerweise Konzentrat, in das der Abfüller Wasser geschüttet hat und meist noch ein Konservierungsmittel und manchmal ein bisschen Zucker oder sonst irgendwas. Aber im Grunde genommen ist es Fruchtsaftkonzentrat, abgefüllt mit Wasser und dann schleppen Sie die Flaschen nach Hause. Kann man das nicht anders? Kann man nicht sagen, kaufen Sie doch gleich das Fruchtsaftkonzentrat und mischen Sie selber, wären Sie der Abfüller. Leitungswasser ist gut, hat einen ökologischen Einsparfaktor von sage und schreibe 300, also das haut mal rein, wenn Sie mehr Leitungswasser verwenden, statt diese Transporte und Tragerei und PET-Flaschen und Recycling und so. Also verkaufen wir Fruchtsaftkonzentrat, am besten in Großpackungen, da rentiert es sich preislich am besten. Ja, woher kriegen wir das? Müssen wir jetzt herstellen? Na, muss man nicht. Holen wir uns doch besser von jemandem, der das kann. Haben wir eine Auswahl und holen uns das beste, preiswerteste Fruchtsaftkonzentrat. Brauchen wir auch kein Kapital. Kaufen wir einfach das Konzentrat. Jetzt müssen wir es noch abfüllen. Selber? Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Keimfeier abfüllen. Braucht man wieder Geld und eine Abfüllanlage bauen. Und dann lassen wir doch lieber abfüllen von jemandem, der das kann. Büro, ja, da haben wir den Holger Jonsson mit seinem E-Büro, inzwischen 300 Leute, auch hat ungefähr 30 Unternehmen zwischen gegründet, aber das ist sein größtes, über 300 Leute, inzwischen fast weltweit. Also Büro brauchen wir nicht, lassen wir von ihm machen. Brauchen wir das Büro nicht aufbauen, finanzieren, ausstatten. Beim Büro machen schon die ersten Fehler. Ein Gewerbemietvertrag ist was völlig anderes, als was Sie als Mietvertrag kennen. Jemanden auszuwählen als Sekretärin oder Sekretär ist auch nicht so ganz ohne, machen Sie auch die ersten Fehler. Dann die Büroeinrichtung, kaufen Sie wahrscheinlich zu teuer und oft die falsche, machen Sie lieber so. Dann bezahlen Sie pro Kundenanruf und Kundenkontakt, aber können ohne Kapital gründen. Ja, wer macht die ganze Buchhaltung, Rechnungswesen, geben wir ab professionell an die Projektwerkstatt. Bleibt noch die Logistik, um Gottes Willen nicht selber machen. Bei der Logistik ist es sogar so, dass sie preiswerter ist, als wenn sie selber macht. Wenn sie ein Paket zur Post wagen, ungefähr 6 Euro sowas, wenn es ein paar Kilo hat, da kriegen sie es zum halben Preis und natürlich die ganzen Verpackungsmaterialien viel preiswerter, als wenn sie selber diese Materialien einkaufen. So, jetzt haben wir ein Unternehmen, das ist die Ratio Drink. Ja, wo ist denn jetzt der Gründer mit 14 Stunden Arbeit am Tag und keine Wochenenden mehr und Urlaub schon mal mit einer Partnerin klar machen, dass das für die nächsten Jahre ausfällt. Also wenn Sie einen Raphael Kugel fragen, er hat zwei Kinder und baut ein Haus um, dann wird er sagen, dass so eine Stunde am Tag schon. Doch, eine Stunde braucht man. Koordinieren dieser Komponenten. Koordinieren. Also wo ist der überlastete, überforderte Gründer, der vor lauter BWL? Und wo ist der Kapitalbedarf? Und wo ist das Know-how, das man braucht? Braucht der Know-how? Na gut, er muss gucken, was macht ein gutes Konzentrat aus. Ist das wirklich keimfrei abgepackt? Sind die Partner professionell? Ja, aber eigenes Know-how? Ich frage Sie. Komponenten nutzen. Gründen, einer der wichtigen Punkte, wie wir gründen können, ohne dass 80% kaputt gehen und ohne, dass wir so viel Zeit auf Kapitalbeschaffung verwenden müssen. Gründen mit Komponenten. Natürlich braucht man professionelle Partner, das ist das Entscheidende, sonst gehen die Zahnräder nicht ineinander und es macht Quacks und es bewegt sich nichts mehr. Professionalität ist das Entscheidende, weil Sie immer wieder Leute hören, sagen, ich habe ich delegiert, großes Chaos, nichts funktionierte, jetzt habe ich es ins eigene Haus geholt. Ja gut, wenn man nicht professionell guckt, dann passiert das, sonst nicht. Und jetzt können Sie den Gedanken sogar weiterführen und sagen, die ganze Welt besteht eigentlich aus Komponenten. Für mich als Gründer ist der Rest der Welt Komponenten. Kann ich nicht rein durch Kombinieren schon auf eine Menge neuer Geschäftsideen kommen? Das ist auch der Grund der Serial Entrepreneurs. Wenn jemand wie der Holger Jonsson 30 Firmen hat und soll die 30 Firmen managen, ja, dann landet er im Irrenhaus. Ist doch klar.
Er muss anders vorgehen, als konventionell diese Unternehmen zu managen. Das kann man nicht. Kein Mensch kann 30 Unternehmen managen. Aber wenn er sie aus Komponenten zusammensetzt und die Komponenten prüft, und man braucht ja für jedes Unternehmen Buchhaltung, Logistik, sowas, Büro, also auch immer wieder die gleichen Komponenten, dann geht das schon. Das ist ein fortgeschrittenes Modell sozusagen aus Komponentengründung. Hat enorme Vorteile. Ich brauche viel weniger Kapital. Wozu brauche ich noch Kapital? Ein bisschen was, ja, aber kann man aus dem eigenen Umfeld bekommen. Und ich bin viel schneller. Heißt ja immer, Schnelligkeit ist wichtig. Ja, da bin ich vor allem beim Gründen mit Komponenten sehr schnell. Und ich habe einen ganz anderen Grad an Professionalität, als ich es mit meinem Team könnte, weil man in den ganzen Gebieten nicht professionell sein kann. Es sind zu viele. Und ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich mein Geschäftsmodell. Stimmt das? Und wie muss ich es verändern, dass es stimmt? Und so. Und das gucken wir uns noch einen Moment an. Normalerweise heißt ja Proof of Concept, ich gucke so in die Ferne, in die Zukunft und mache mir so Gedanken und mache einen 3-Jahres-Businessplan. Und wenn es auf dem Papier steht und ich ein paar Mal es angeguckt habe, fühle ich mich schon ganz gut und ganz sicher. Und wenn jetzt noch ein Banker sagt oder ein VC-Mann, ja toll, na dann fühle ich mich schon sehr sicher. Dann habe ich so in die Ferne geguckt und habe ein ziemlich sicheres Papier. Nur gut, 80% scheitern, Pech. Aber der Businessplan war ja eigentlich gut. Und die 3-Jahres-Projektionen sahen gut aus. Sie kennen das. Man nennt das inzwischen den Hockeystick. Und am Anfang geht es ein bisschen langsam und dann geht es steil nach oben. Brauchen Sie keine Excel-Tabellen, malen Sie gleich einen Hockeystick. Machen Sie gleich, sparen Sie viel Zeit und es ist immer der Hockeystick. Müssen wir schon anders rangehen. Die Annahmen testen. Sie können sagen, ein Geschäftsmodell, ich nenne es Entrepreneurial Design, weil es eigentlich anspruchsvoller ist. Es ist nicht nur Geschäft und schon gar nicht Modell. Es ist ein unglücklicher Ausdruck, dieses Wort Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, wer das eingebracht hat. Eigentlich geht es darum, Design, es ist ein Gesamtkunstwerk. Man muss sich eine Menge überlegen. Und es hat mehr mit Design zu tun eigentlich als mit Modell und Geschäft. Aber lassen wir das. Ich muss die Annahmen testen. Im Grunde genommen ist ein Businessplan eine Summe von Annahmen. Es ist ein Bündel von Annahmen. Ich habe ein Produkt und ich nehme an, das wird gebraucht. Das ist eine Annahme. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe einen Preis und ich glaube, die Leute akzeptieren den. Kann sein. Oft aber auch nicht. Ich habe ein bestimmtes Design meines Produkts. Kommt das an oder nicht? Ja, vielleicht. Und ich habe ein bestimmtes Vertriebssystem, Internet oder sonst wie. Kommt das an? Vielleicht. Weiß ich alles nicht. Und zu gründen, ohne das geprüft zu haben, finde ich völlig unakzeptabel. Also bitte gründen Sie nicht, sondern testen Sie die Annahmen. Und wenn Sie merken, dass ein Teil der Annahmen nicht stimmt, und es gibt so eine Schätzung, 70% der Annahmen, Businessplänen treffen nicht zu, ja, dann müssen Sie die Annahmen ändern oder das Ihr Papier zuklappen und sagen, das war nicht. Aber bitte nicht gründen, sondern die Annahmen testen. Das ist das Entscheidende. Und jetzt haben wir 3 Sachen. Ein gutes Konzept ausarbeiten, mit Komponenten arbeiten und drittens die Annahmen testen, bevor ich gründe und so lange an den Annahmen bastle, bis ich welche habe, die zutreffen. Das nennt man Discovery-Driven Planning. Auch inzwischen ein ganz interessantes Konzept, aber hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Also nicht Businessplan schreiben und heroisch in den Markt gehen und beten, dass es funktioniert. Ich nenne das so Gründen à la Roulette. Sie gehen in die Spielbank, setzen auf die Zahl 17 und wenn Sie Glück haben, kommt die Zahl 17. Meistens kommt sie leider nicht. Es ist besser, Sie gehen nicht in die Spielbank, sondern Sie testen Ihre Annahmen und verändern Ihr Konzept so lange, bis es stimmt. Bis Sie das Gefühl haben, jedenfalls durch die Tests. Jetzt sagen Leute, ja, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn rausgehen und etwas testen, was ich noch gar nicht habe? Doch, es geht. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber es geht. Und es funktioniert und wird auch schon gemacht. Sie müssen rausgehen und sagen, hier habe ich etwas. Damit möchte ich gründen. Und ich brauche Sie als Kunden. Und zwar nicht nur so Ihre Meinung, sondern hier einen unterschriebenen Kaufvertrag. Sie werden es mich für verrückt erklären, aber ich brauche das. Sie sind mein Pionierkunde. Und ich komme Ihnen ganz stark entgegen, einen Rabatt oder ich kommuniziere mit Ihnen oder ich mache irgendetwas, was Sie wollen,
aber ich brauche sie als Pionierkunden. Ist wiederum gar nicht so ganz neu. Früher gab es Buchvorskription. Also man hat gesagt, wir haben vor, ein Lexikon zu machen und fragen mal, wer würde das kaufen für 600 Mark? Bockhaus. Und dann hat man gesehen, wie viele sind und dann hatte man schon einen ganz guten Anhaltspunkt. Und dann hat man es gemacht oder man hat es sein lassen. Wunderbar. Also man kann durchaus sagen, ich habe da etwas vor, ich komme Ihnen entgegen bei dieser Buchsubskription. Hat man diese Erfahrung auch. Das Produkt ist nur vage oder in Umrissen da und man kann versuchen, es zu erklären, aber man kann trotzdem schon Kaufverträge einholen. Das ist ein harter Test. Kaufvertrag haben, nicht Meinungen hören. Und zwar bevor man gründet. Ich komme zum Ende. Man kann im Grunde genommen sagen, wir können das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten. Ich sage das deswegen, weil ich schon ein paar Mal erlebt habe. Ein Lottogewinn von ein paar Millionen ist ja was. Und die Chance, dass man das hat, wissen Sie, ist 1 zu 500 Millionen oder sowas. Beim Gründen ist es ja so, dass Ihr Unternehmen schon einen Wert hat, lange bevor Sie die ersten Gewinne machen. Also wenn Sie ein gutes Konzept haben, wenn Sie die Annahmen getestet haben, wenn Sie zeigen können, das ist etwas, was gute Marktchancen hat, das ist gut durchdacht, das ist gut getestet, dann haben Sie erstens Leute, die auch bei Ihnen einsteigen, zu einem sehr viel höheren Wert als Gründung, das ist ja zunächst null und nur eine Idee. Und heute haben wir ja doch einen Kapitalmarkt für Gründer, einen Wagniskapitalmarkt, wo Sie dann auch Leute anziehen. Aber Sie müssen dieses Konzept vorweisen können. Und ich glaube, wenn man aus diesem etwas Unternehmen vom kleinen U zum großen U, dann ist das ja immerhin auch eine schöne Sache, dass man ökonomisch für das Risiko und die Arbeit und die Ambiguität und die Albträume und so weiter ein Stück belohnt wird. Ich finde, so kommen wir weiter und können sehr viel mehr Gründungen nicht nur anschieben, sondern solche, die überleben. Es geht ja nicht nur um die, die angeschoben werden, sondern um die, die überleben. Und ich finde, das wäre der Weg, wie wir Entrepreneurship angehen sollten. Und ja, ich hoffe, dass ich möglichst viel Menschen gewinne, von dieser Position her zu sagen, na dann kann ich mir das leisten, dann kann ich das und dann will ich das auch, dann bin ich nicht überlastet und ich bin auch nicht überfordert. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen überaus motivierenden Vortrag. Ich habe zunächst erstmal, möchte ich Ihnen sagen, was immer Sie an Fragen haben, ist zulässig. Wenn Sie sich beteiligen wollen in den nächsten 20, 30 Minuten, wirklich herzlich gerne. Meine erste Frage, was ist aus der Studentin geworden, die Ihnen gesagt hat, einen Tee mit der Verpackung, das wird doch nichts, wissen Sie es? Also ich weiß nur, dass das häufiger war und es sind ganz typischerweise Kinder aus selbstständigen Haushalten, wo die Eltern eben in einem Business hängen, was sie überlastet, was sie überfordert, die Sorgen mit den Banken und dem Kredit, die Sorgen vor der nächsten Inventur, was ist verdorben, was ist gestohlen worden, der Neid auf die eigenen Angestellten, weil die es besser haben, die können um 5 Uhr den Griffel fallen lassen, die Wut auf den Staat mit seinen Steuern und seinen Vorschriften. Sie können auch beobachten, dass die relativ schnell, ich habe es ein paar Mal erlebt, von normal politischem Bewusstsein scharf nach rechts gehen und eine Ende sozusagen kommen. Alles nicht wünschenswert. Wir müssen Gründen lebbarer machen. Das führt mich zu dem Punkt eigentlich der Hidden Agenda, also den Raum, den Sie beschrieben haben, in dem eigentlich dieses Unternehmertum skalierbar, erlernbar ist, wo es nochmal neu organisierbar ist. Betritt man den nicht trotzdem erst dann nur, wenn man im Grunde genommen diese Begabung hatte? Also ist es nicht ein Stück weit Augenwischerei und sagen wir so, ja, es ist eben doch etwas. Also es muss sein, ich darf keine Angst vor meiner eigenen Herkunft haben, ich darf keine Angst vor Versagen haben. Das ist ja schon ein Persönlichkeitstypus, wo wir dann doch wieder am Anfang sind und sagen, braucht man nicht so einen Unternehmertypus? Also ich glaube nicht, es ist das Erlebnis von etwas Unternehmen. Deswegen baue ich immer auf diesem etwas Unternehmen auf. Das wird durch die Bank positiv gesehen. Und jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass er was unternommen hat
und dass das auch positiv in seinem Umfeld wahrgenommen wurde. Und dieses etwas Unternehmen hat ja auch ein starkes Moment für Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung. Ich sehe bei den Gründern, wenn sie erfolgreich sind, dass sie sich sehr rasch positiv verändern. Die werden sehr viel kommunikativer. Ich behaupte sogar, sie sehen besser aus nach einer Weile, weil sie vitaler sind und natürlich auch stärker in sich ruhen und nicht irgendwie auf ein Fätzchen Anerkennung von anderen schielen. Also das ist eine tolle Geschichte. Und wir wollen ja auch, die Idee der Aufklärung war natürlich der mündige Bürger und nicht nur politisch durch Wahlrecht, sondern der ökonomisch mündige Bürger. Der berühmte Satz Benjamin Franklin, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Das ist doch ein richtiger Satz. Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Ich muss auch ökonomisch unabhängig sein. Und dazu gehört ökonomische Mündigkeit. Und deswegen brauchen wir nicht nur mehr Gründer aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus politischen Gründen. Wir dürfen nicht Leute haben, die dem nächstbesten Demagogen hinterherlaufen, sondern wir brauchen Leute, die ein Stück weit abgesichert sind, die sich eine eigene Meinung leisten können und die auch durchhalten können, weil sie unabhängig sind. Also Sie sind ja mit der Kanzlerin offensichtlich d'accord, die gesagt hat, also die erste Spielzeit der Digitalisierung hat Europa verloren. Also jetzt müsste man in der zweiten Spielzeit aber nachlegen. Da sagen Sie, gar nicht zum Spiel antreten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also klar, Digitalisierung, aber nicht nur jetzt auf Digitalisierung schielen und nicht nur auf Silicon Valley. Ich sage Ihnen voraus, das ist keine große schwierige Prognose, dass das auch wieder abflaut. Sehen Sie mal, wer diesen, ich glaube, Highway 101 mal gefahren ist, voller Schlaglöcher dazu, Silicon Valley. Und wenn ich es richtig verstehe, der Professor Asghari hat eine Rechnung gemacht, die Steuerquote von Google ist 0,2%. Glauben Sie, dass das sustainable ist? Glauben Sie, dass Sie in der Bevölkerung große Sympathie da bekommen und dass das auf Dauer so haltbar ist? Und ich finde toll, Herausforderung Unternehmertum, dass Sie sich damit auch Themen stellen, wie das Ganze sustainable ist, also auch politisch sustainable, nicht nur von den Bäumen her und CO2 her. Und ich finde, was da passiert, ist es nicht. Und da muss eine Menge anderes Bewusstsein kommen, ökonomisch wie auch politisch, dass diese Idee des Unternehmerischen, der Entrepreneurial Society, erfüllbar macht für mehr Menschen, nicht ein paar schnelle Jungs, sind ja bei Ihnen Gott sei Dank nicht, aber in der Regel, gerade im Hightech, 90% Männer und ein paar schnelle Jungs, die da das Zeug haben, für sich da die großen Mittel zu holen und auch die Rewards sich zu sichern. Das kann es nicht sein. Entrepreneurship kann nicht eine Spielwiese für ein paar schnelle Jungs bleiben. Das kann nicht sein. Es wird nicht gut gehen. Und jetzt können Sie sagen, es dauert aber noch 5 Jahre oder 10 Jahre. Vielleicht dauert es auch nur noch 2 Jahre, bis man sagt, na, und die Steuermittel, die da reingehen, und dann heißt es, ja, das war nichts, jetzt machen wir was Neues. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Themen, die eigentlich gut waren, Bildungsökonomie, Curriculumentwicklung, irgendwie dann verheizt wurden, zu schnell verspielt wurden, bevor sie überhaupt richtig zum Blühen kam. In meiner bescheidenen Denkerkarriere war es immer so, ich muss gleich den Kuchen hinlegen. Sie sagen jetzt aber eigentlich gerade, nehmen Sie doch einfach mal die Krümel und komponieren Sie sie neu zusammen. Ist denn da, Klammer auf, immer noch genauso viel Gewinn drin oder muss man sich heutzutage bescheiden? Also zunächst mal habe ich diese Zahl 80% Scheitern vor Augen. Und ich glaube, mit Komponenten würden wir da schon den Durchbruch erzielen. Der Gewinn ist ja etwas, was später kommt. Also am Anfang heißt es doch, funktioniert mein Konzept oder nicht? Bekomme ich Kunden? Und jeder weiß, am Anfang muss man dem Preis entgegenkommen. Und natürlich dauert es erstmal, bis man den Break-Even-Punkt erreicht. Aber wichtig ist ja, dass ich überhaupt in der Tendenz bin, durch den Break-Even durchzustoßen. Also ich tue, glaube ich, am Anfang gut, mich nicht festzulegen mit Kapitalien. Weil wenn ich dann merke, es läuft nicht, habe ich investiert. Dann bin ich auch schnell insolvent. Die Bank, ich nehme ja nicht den Bankkredit oder den VC-Kredit und lege ihn auf dem Sparbuch an, sondern ich gebe es aus für Büro, für Maschinerie, für alles Mögliche. Jetzt merke ich, es läuft nicht und meistens läuft es langsamer. Sie haben ja auch viele Fälle, wo die Leute sagen, wir hätten es geschafft, aber dann hat die Bank den Kredit gekündigt, weil die Bank sah, oh, Geschäfte laufen aber nicht so schön wie im Businessplan. Auch eine gefährliche Falle. Sie machen ja erstmal den Businessplan, um die Bank zu überzeugen, natürlich viel zu optimistisch. Das fliegt Ihnen im zweiten Schritt um die Ohren, weil die Bank sagt, oh, aber hier im Businessplan steht es ganz anders, nämlich Ihr Hockeystick. Und in Wirklichkeit ist so irgendwas, so eine Welle oder was.
oder ein tiefes Tal, aber kein Hockeystick. Dann kommt die Bank und sagt, nö, also das Risiko können wir nicht tragen. Wir haben unter falschen Voraussetzungen den Kredit gegeben, gekündigt und schon sind sie insolvent. Und wenn sie dann noch irgendwelche Dinger machen aus Verzweiflung und wollen das retten, sind sie auch schnell so, weil sie Insolvenz ist gefährliche Geschichte. Also auch das muss man alles realistischerweise sagen. Es kann auch die Hölle sein. Gründen kann auch die Hölle sein. Man muss es richtig anpacken. Und Gott sei Dank haben wir heute Instrumente wie Gründen und Konzeptentwicklung und auch Proof of Concept, diese drei, wo man sagen kann, eigentlich könnten wir von 80% Scheitern auf 20% Scheitern schalten. Und dann hätten wir schon mal eine ganz andere Erfolgswahrscheinlichkeit und das spricht sich dann auch herum. Ja, großer Anhänger von den Komponenten, die Sie immer wieder erwähnen. Bei mir stellt sich immer die Frage, wie kann man bei einem Produkt letztlich eine Komponente verwenden? Also bei einer Dienstleistung, bei einem Handel kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man mit Komponenten arbeiten. Aber wenn das, was man verkauft, tatsächlich etwas Produktentwicklung voraussetzt, dann muss die ja investiert werden und diese Investition, die fällt mir schwer durch, um Komponenten abzubilden. Vielleicht haben Sie dazu einen Tipp. Ich glaube, es wird häufig verwechselt, Forschung und Entwicklung mit Entrepreneurship. Das sind zwei verschiedene Sachen. Forschung und Entwicklung ist wichtig. Aber Forschung und Entwicklung mit eigenen Mitteln oder mit Fremdkapital zu finanzieren, ist hochgefährlich. Da würde ich sagen, fast 100% oder nahe an 100%, dass das schiefgehen kann. Weil das Ergebnis nicht absehbar ist. Es gibt haufenweise Geschichten von Erfindungen, die fast praxisreif waren, wo man sagt, ganz wenig. Also wirklich, es ist eigentlich alles da und an ganz wenigen kleinen Stellen müssen wir noch ein bisschen forschen. Und das war's dann. Und an diesen 2-3 letzten Prozent ist es gescheitert. Das bekannteste Beispiel Atomkraft. Man hat gesagt, das mit der Entsorgung, das ist nicht so schlimm, bis das soweit ist. In 30 Jahren haben die Forscher längst Lösungen gefunden. Ja, vielleicht doch nicht. Also Forschen und Entwicklung ist eine Sache. Da würde ich in der Tat öffentliche Mittel versuchen. Oder ich würde mich an einen Professor an der Universität wenden und sagen, kann ich bei Ihnen nicht mitmachen oder Sie haben einen Doktoranden, der das vielleicht übernimmt oder man beantragt ein Forschungsprojekt. Also Forschung und Entwicklung, da haben große Unternehmen Vorteil. Bei Startups haben die großen Unternehmen eigentlich nur Nachteile, weil Hierarchie innovationshemmend ist. Wissen wir, ist auch gut belegt. Aber solche Durststrecken durchzuhalten, dass man sagt, hier ist eine erfolgversprechende Geschichte, aber jetzt müssen wir erst mal 5 Jahre forschen und mit einem etwas unsicheren Ergebnis, Medikamentenentwicklung, ja, dann müssen Sie Millionen auf den Tisch legen. Da kann ich nicht kommen und sagen, Sie brauchen kein Kapital. Aber das ist nicht typisch für das Gründen heute. Wir gründen heute ist eher typisch, dass Sie irgendeine App machen, dass Sie was machen im Internet und das können Sie fast ohne Kapital gründen. Also Ergebnis Forschung und Entwicklung trennen von Entrepreneurship, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Das Wort gehört Ihnen. Danke. Ich bin Peter Thomassen, ich wollte was sagen zu dem Kommentar, der glaube ich von links kam, Julian glaube ich, ne? Julius, okay. Genau, also Leute, die bei Business Schools und so weiter beginnen in den Unternehmerkontext zu kommen. Ich glaube, das ist halt bekannt, dass man das machen kann und Leute, die sich das nicht ohne trauen, machen das halt dann so. Ich glaube, das ist ähnlich, wenn man Musiker werden möchte und halt nicht einfach Musik macht und auftritt, sondern wenn man eben halt auf die Musikhochschule geht und dann vielleicht ein nicht so erfolgreicher Musiker wird, wie wenn man es eben wäre, wenn man einfach geile Konzerte machen würde und Fans hätte. Also nur, weil das der Standardweg zu sein scheint. Sind Sie Musiker? Ich bin Physiker, mache aber auch Musik, ja. Okay, wolltest du nur wissen. Genau. Aber es gibt ja Rockstars und so, die eben sehr bekannt sind, die eben nicht auf irgendwie Musikhochschulen waren. Und es gibt auch solche Unternehmer, die nicht auf der Business School waren. Genau, das wollte ich so dazu sagen. Wo wir gerade bei den Stars sind. Also wer sind denn für Sie die Stars der Unternehmer? Also wo Sie selber sagen, also das ist doch mal Jack Welch, Tim Cook. Sind das für Sie Stars? Oder wo Sie sagen, ja, ordentlich Performer. Also wer sind denn für Sie die Heroen? Gibt es das eigentlich noch? Also wo Sie selber hinblicken und sagen, so... Also für mich im Moment privat, nicht privat, also als Entrepreneurship, private Meinung, es ist die Frau Nauber mit ihrer Bewegung. Das finde ich toll. Bewegung ist ein ganz wichtiges Thema und sie hat eine ganz einfache Lösung gefunden, die in ihrem Umfeld funktioniert und die sie als verheiratete Frau mit 2 Kindern machen kann und es hilft den anderen. Es ist kein Kapital, es ist ein Konzept. Was muss ich machen aus diesen Turnfader-Jahren-Übungen, dass es Spaß macht, dass die Leute kommen, dass sie immer wieder kommen, dass ich sogar mit anderen, die jetzt nicht so, als Gründer ist man ja doch meistens motivierter als jetzt die eigenen Angestellten, aber dass es auch auf die eigenen Angestellten abfärbt und das in den anderen Städten auch funktioniert.
Das finde ich ein tolles Konzept, wenn es darum geht, viel mehr Menschen zum Gründen zu bewegen. Natürlich Informatik und diese Geschichten haben eine tolle Faszination, das ist gar keine Frage. Facebook, interessant, der Zuckerberg hat ja nicht, wenn ich es richtig sehe, Informatik studiert, er hat auch nicht irgendwelche Forschung und Entwicklung gemacht, sondern er hat vorhandene Sachen so zusammengestellt, dass Facebook entstand. Also wenn Sie wollen, eine Komponentengründung. Er hat Vorhandenes zusammengestellt. Auch der, auch Microsoft damals, diese Microchips gab es. Also er hat eigentlich den Laptop aus Komponenten zusammengebaut. Wenn Sie genau hingehen, gucken, finden Sie immer mehr Komponentengründungen, die das eigentlich schon vorleben. Also wie gesagt, mein Anliegen hier war zu sagen, wie können wir viel mehr Menschen, heißt nicht 1%, wer gründet denn heute in Deutschland, wenn man die Selbstständigen abzieht, sind es vielleicht 1%, die mit einer Innovation gründen, das sind viel zu wenig. Bleiben wir mal bei den Menschen, die gründen, es sind eben auch schon mehrfach gesagt, mehrheitlich Männer. Ihrer Erfahrung nach hat sich das sukzessive, gemäß der Gender-Diskussion, die wir führen, geändert. Möglicherweise ist der Anteil von Frauen größer geworden. Ja, nein. Wenn nein, was muss, also das übliche Konvolut an Fragen, die damit zusammenhängen. Sie wissen das ja schon. Sie also, ich glaube, was am meisten hemmt, sind die alten Bilder. Diese tief sitzenden, klar, wir sagen Kapitalismus und so, ja, ist okay. Aber da sitzen tief bei vielen Menschen, nicht bei Ihnen wahrscheinlich, aber bei vielen Menschen sitzt tief drin, das ist ungerecht, das ist doch Ellenbogen, man muss ein bisschen tricksen, man muss ein harter Typ sein und nicht so sanft und menschenfreundlich. Ich glaube überhaupt nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Leidenschaft für eine Sache ist wichtig. Durchhaltevermögen, die kommt mit Leidenschaft, nicht nur mit Disziplin. Und wenn Sie empirische Untersuchungen angucken, welche Persönlichkeitsmerkmale laden denn sehr hoch, korrelieren sehr hoch mit Gründung, dann ist es nicht Familie, es ist nicht Bildungsgrad, es ist nicht Verfügung über Kapital, auch nicht Geschwisterfolge, die ältere Schwester oder der ältere Bruder oder sowas, sondern es ist Durchhaltevermögen, ein bisschen, es lädt ein bisschen. Es ist der einzige Faktor, der so einigermaßen erkennbar ist und das Durchhaltevermögen kommt, wenn Leute mit Leidenschaft hinter einer Sache her sind. Auch da wieder die Nähe zum Künstler, bis der seinen Stil findet, bis der was findet, was nicht nur ihm tatsächlich gefällt und er das handwerklich auch kann, sondern eine Resonanz im Publikum hat, da vergeht ein halbes Leben. Und beim Entrepreneurship muss es nicht ein halbes Leben sein, aber es dauert, bis sie ein gutes Konzept haben, das stimmig zu ihrer Person ist und Resonanz im Markt findet und finanzierbar ist und nicht dazu führt, dass sie völlig überlastet sind. Das ist die Kunst, aber die ist machbar, die ist, ja, braucht man weder angeboren, noch eine WHU. Man muss besser verstehen, wie Entrepreneurship funktionieren kann. Das ist der Punkt. Letzte Frage aus dem Publikum. Ja, bitte dort. Hi, Pascal Jankowitz von Apoli aus Leipzig. Bin ich. Sie haben ja zwei Dinge erwähnt. Einmal dieses Konzept und einmal die Komponenten. Wir arbeiten ja auch jetzt relativ lange schon an Konzept und wollen das immer weiter verfeinern. Ist es da nicht auch ein Stück weit eine Gefahr, wenn ich mein Konzept so sehr verfeinert habe, dass ich jetzt ganz genau weiß, wie es aussehen soll, dass ich einen, zum Beispiel einen Algorithmus jetzt sehr stark schon gebaut habe, dass ich mir vorstelle, also quasi mein Baby und die Geschichte dann, dass man es abgeben muss, das ist ja sehr kompliziert. Haben Sie da vielleicht so einen Tipp in der Art oder wann man genau den richtigen Moment findet, um auch Sachen abzugeben, um da nicht so sehr an die eigene Überlastung im Prinzip zu kommen? Also die Deutschen, vor allem Ingenieure, haben den Ruf des Overengineering, dass sie zu lange an perfekten Lösungen arbeiten, die dann teuer sind, die fehleranfällig sind, statt quasi einen russischen Panzer zu bauen, der robust ist und auch einiges aushält. Da ist was dran. Andererseits darf das nicht heißen, loslegen und ausprobieren. Also ausprobieren im Sinne von Test, ja, aber nicht in den Markt und sich dieser Gefahr des Scheiterns aussetzen. Also ich bin sehr für gut vorbereitete Gründungen und es ist ein Punkt, ob man ewig zögerlich ist und ewig sich vor der Entscheidung drückt, das sollte man nicht, oder ob man auf einen Perfektionismus-Trip ist, der das Produkt ohnehin verteuert und nur noch einer kleinen Zahl
von Leuten, die das bedienen können, vorbehält. Also da muss man so einen Mittelweg finden. Aber gute Vorbereitung finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Also das letzte Bild mit den Panzern bringt mich zu der Frage... War ein unglückliches Bild. Naja, nein, ach, wir wissen ja, dass wir ja nicht rausgehen und wieder zu den Waffen greifen werden. Aber bleiben wir trotzdem mal dabei. Worauf setzt man denn im Leben eines Unternehmers? Baut man die dicke Bertha oder nimmt man eine 45er und hat dann eben 6 Patronen? Also damit will ich... ist das, wenn es zu militaristisch ist... Dann auch nochmal anders gefragt, Sie haben ja ein Projekt in die Welt gesetzt, also fühlten Sie sich versucht, dann tatsächlich nochmal ein zweites nachzulegen und haben gesagt, okay, das war schon so groß? Also die Tee-Kampagne ist am bekanntesten. Ich habe mehrere Firmen gegründet, mitgegründet, Möbel aus Wasserhyazinth, also auch ganz ausgefallene Sachen. Das macht einfach Spaß. Also das erlebe ich auch heute, bei vielen Gründern, dass sie sagen, okay, jetzt gebe ich ein bisschen ab und jetzt mache ich was Neues. Ich kenne eigentlich keinen erfolgreichen Gründer, der sagt, jetzt habe ich genügend Geld, jetzt kaufe ich mir eine Yacht und verbringe mit dem Rest meiner Tage in Saint-Tropez oder so. Dieses gestalten können, ich sage es wie Ideenkinder. Ich nenne, wenn Sie mich fragen, wie viele Kinder haben Sie, sage ich so ungefähr 12. Ideenkinder. Das ist was Tolles, gerade als Mann, etwas in die Welt zu setzen, was ein lebendiger Organismus ist, der irgendwann mal ganz klein als eine winzige Idee, als eine Anfangsidee entstand, dann im Körper, im Kopf, nicht im Bauch, und Bauch vielleicht auch ein Stück Intuition, herangewachsen ist und dann irgendwann will das raus. Also auf Ihre Frage auch, wann ist es denn soweit, wann soll man gründen? Ich sage immer, Sie spüren es im Hintern. Sie können nicht mehr ruhig sitzen. Bei der Teekampagne irgendwann war mir klar, eigentlich müssen die Teehändler alle pleite gehen. Ich nehme den besten Tee, Darjeeling, steile Hänge, intensive Sonne, einzigartiges Aroma und Fairtrade und Bio und dann mache ich auch noch ein Wiederauffassungsprojekt. Aber der Tee ist ein Drittel so teuer wie beim Marktführer, also eine wahnsinnige Geschichte. Ich sah die alle pleite gehen. Ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Alle sagten, das geht nicht. Herr Faltin, machen Sie es nicht. Professor, hat noch nie geklappt. Und ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Ich dachte, ich muss es machen. Ich werde mir mein Leben lang Vorwürfe machen, wenn ich das jetzt nicht auch gründe. Und ich war der Einzige, der daran geglaubt habe. Ich hatte mir so lange zurechtgelegt, dass ich sagte, es kann nicht schiefgehen. Es kann nicht schiefgehen. Wenn ich den besten Tee habe und den preiswert mache und auch noch als Facetten, sodass jeder anlehnt, die einen mit Fairtrade, die anderen mit Bio, die dritten, weil es preiswert ist, die vierten, weil sie Teeliebhaber sind, dann muss es klappen. Und wir waren auch ganz rasch ausverkauft. Also man spürt es, finde ich, im Hintern, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Das tut mir leid, Sie müssen jetzt trotzdem wieder sitzen, aber das wird bis zur Mittagspause wird es durchhalten. Herr Professor Faltin, vielen herzlichen Dank für diesen lebendigen Vortrag. Danke Ihnen, alles Gute. Dankeschön.